Nicolas Gilbert. Alle Pferde in den Boxen, so wie ich das erkennen kann. Alle wieder draußen. Das ist der Start zum Jockey Club Gentleman's Cup. Walrus übernimmt erstmal die Spitze. Dahinter Hakam mit Vorwärtsdrang. Innen Sandford. Dann ist Open Sea an dritter Position. Ganz außen Otto. Talisa am Schluss des Feldes galoppiert. Very Mary hinter Sandford. Und Walrus hat hier viel Vorwärtsdrang. Mit Elisa Fernandez im Sattel, dahinter lauert Fabrice Veron innen mit Hakam, außen Open Sea, René Pijoulek. Dann ein Trio mit von innen nach außen Sandford, Clément Lheureux in der Mitte. Dort galoppiert Otto mit Silvia Casanova und außen war es Talisa und Otto. Dann am Schluss ist es die Nummer 5, Very Mary mit Nicolas Gilbert. Vorne unverändert Walrus, das tiefste Gewicht im Feld trägt. Dahinter Open Sea mit Hakam. Dann ist Otto jetzt an dritter, vierter Position aufgetaucht. Dann folgt Sandford mit Talisa und Very Mary. Es geht gegen den letzten Bogen, wo Otto an zweite Position geht, an die Seite von Walrus. Dann folgt Hakam, Open Sea an dritter Position, wird jetzt ebenfalls mit in den Angriff geschickt. Vorne aber der Angriff von Otto auf Walrus. Otto ganz außen kommt Open Sea und noch weiter außen Talisa. Otto ist in Front, Open Sea versucht anzugreifen, Walrus versucht dagegen zu halten. Vorne ist aber Otto. Otto mit innen kommt Very Mary. Walrus ist immer noch da vorne dabei, Walrus, aber innen ist es Very Mary, der größte Außenseiter. Very Mary mit Nicolas Gilbert, der stiehlt hier das. Very Mary for Open Sea oder Sandford. Very Mary, was für ein Sieg für Nicolas Gilbert mit dem größten Außenseiter. Zweiter ist die Nummer 6, Open Sea. Dann folgt